Hallo liebe Gründungsinteressierten da draußen. Ich freue mich, euch heute sehr herzlich beim allerersten Teil von diesem MOOC begrüßen zu dürfen. Willkommen on board, willkommen bei dieser Journey. In dieser ersten Einheit wollen wir uns damit beschäftigen, was ein Geschäftsmodellrahmen ist und herausfinden, was es mit der Definition Geschäftsmodell auf sich hat. Zuallererst wollen wir uns damit beschäftigen, was das mit der Definition Geschäftsmodell auf sich hat. Vielleicht bist ja auch du selber schon gefragt worden, was ist denn dein Geschäftsmodell? Und genau deswegen wollen wir herausfinden, was es bedeutet, wie man eines erstellt. Vielleicht magst du dir die Frage, was ein Geschäftsmodell ist, selber ganz kurz stellen und ein paar Stichwörter dazu machen. Die Auflösung folgt im MOOC. Im Bereich der Managementwissenschaften gibt es eine Vielzahl von Definitionen. Der Begriff kam Anfang der 1950er Jahre erstmalig vor und hat sich seitdem in seiner Bedeutung sehr viel weiterentwickelt. Aber bevor wir auf die unterschiedlichen Definitionen eingehen und die Unterschiede herausarbeiten, möchten wir das Wort zerlegen. Zwei Fragen. Erstens, was ist ein Geschäft? Zweitens, was ist ein Modell? Ein Geschäft ist eine auf Gewinn abzielende Unternehmung. Und ein Modell ist immer ein einfaches Abbild der Realität, das deren Elemente und Verknüpfungen beschreibt. Kombiniert man nun beide Wörter, ergibt sich das Geschäftsmodell, das genau das beschreibt, nämlich die Elemente und deren Verknüpfungen, die ich brauche in und für meine Unternehmung, um damit Gewinn zu erzielen. Und die verschiedenen Begriffserklärungen und Unterschiede der Autoren beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich damit, welche Elemente und welche Verknüpfungen ich betrachte. Daher möchte ich euch eine praxisrelevante Definition von Oliver Gassmann, Universität St. Gallen, sowie das meiner Meinung nach am häufigst eingesetzte Tool von Osterwald und Bigneur, das sogenannte Business Model Canvas, vorstellen. Oliver Gassmann definiert ein Geschäftsmodell wie folgt. Um ein Geschäftsmodell zu erarbeiten, stellt Gassmann Fragen grafisch in einem Dreieck dar und fordert euch auf, die Fragen wer, was, wie und wert zu beantworten. Erstens, wer? Die Frage nach dem Kunden bzw. dem Zielkunden. Um erfolgreich zu sein, ist es Voraussetzung, meine Kundensegmente zu kennen. Ich muss wissen, wen ich ansprechen soll und wen ich nicht anspreche bzw. wen ich ansprechen will. Der Kunde, mein Kunde, steht im Zentrum des Businessmodells. Zweitens, was? Das Nutzerversprechen. Was biete ich den Kunden an? Was biete ich den Kunden an, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Dieses Nutzerversprechen beschreibt alle Leistungen in meinem Unternehmen, die dem Kunden von Nutzen sind. Drittens, wie? Wie stelle ich die Leistung her, damit ich mein Nutzerversprechen erzielen kann? Dabei wird die komplette Wertschöpfungskette mit allen Prozessen, allen Aktivitäten, allen Ressourcen und allen Fähigkeiten begutachtet. Viertens, der Wert. Wie wird der Wert erzielt? Wie sieht die Ertragsmechanik aus? Was sind die größten Kostenblöcke? Was sind die größten Kostentreiber? Was sind meine Haupteinnahmequellen? Und wofür? Wofür sind meine Kunden bereit zu bezahlen? Puh, ganz schön viele Informationen. Daher die Frage an dich, denkst du, ist es eher leicht oder eher schwierig, alle diese Fragen zu beantworten? Und wenn du das alles gut gemeistert hast, was tust du mit all diesen Informationen? Tja, du solltest sie dahingehend nutzen, um deine Unternehmung so auszurichten, damit du deine dir gestellten Unternehmensziele erreichst. Dies ist in den meisten Fällen natürlich die Optimierung des Gewinnes, aber sie hilft dir auch, um deine Strategie in entsprechende Bahnen zu lenken. Eine weitere Definition von Osterwalder und Bigneur lautet wie folgt. Ähnlich wie Gassmann ermitteln sie die einzelnen Elemente und deren Verknüpfungen. Sie arbeiten dabei mit dem sogenannten Business Model Canvas, das zurzeit wirklich sehr häufig eingesetzt wird. Das Canvas, das so viel wie Leinwand bedeutet, dient hervorragend zur visuellen Darstellung und Abbildung der Fragen und Antworten bezüglich Elemente und deren Verknüpfungen. Es dient der besseren Kommunikation der Strategie, fördert die Teamarbeit, bildet das Ganze visuell auf Papier ab
und unterstützt die Kommunikation. Das Canvas besteht aus 9 verschiedenen Feldern, das die Elemente und deren Verknüpfungen beschreiben und abbilden. Dabei kann man sagen, dass es 4 Hauptthemen gibt. Erstens das Produkt, zweitens die Infrastruktur, drittens das Kundeninterface und viertens die finanziellen Aspekte. Im Folgenden wollen wir die 4 Blöcke und deren 9 Felder genauer betrachten. In jedem dieser 9 Felder gibt es eine Vielzahl von Fragen, die zu beantworten sind, um die Elemente und deren Verknüpfungen herauszuarbeiten. Im ersten Block betrachten wir die Value Proposition. Diese wird als Kernelement in den Vordergrund gestellt. Im Regelfall ist das ein Produkt oder eine Dienstleistung. Es geht darum, dass ich mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung ein entsprechendes Kundenbedürfnis befriedige. Zumindest sollte ich das. Daher stelle ich hier folgende Fragen. Welches Kundenproblem wird gelöst? Was möchte der Kunde gelöst oder erledigt haben? Und was ist der Wert meiner Dienstleistung oder meines Produktes, warum der Kunde, mein Kunde, das kaufen und anwenden oder konsumieren möchte? Der zweite Block beinhaltet 3 Felder, bei denen es darum geht, welche Schlüsselelemente ich dafür benötige, um meinen Wert zu erstellen. Das ist erstens der Schlüsselpartner. Wer sind meine Schlüsselpartner? Wer sind meine Schlüssellieferanten? Welche Schlüsselaktivitäten üben diese Partner aus? Und welche Ressourcen beziehe ich von meinen Partnern? Zweitens die Schlüsselressourcen. Welche Schlüsselressourcen brauche ich, um mein Wertangebot, also mein Produkt, meine Dienstleistung zu erstellen? Und drittens die Schlüsselaktivitäten. Welche Aktivitäten sind für die Erbringung meines Wertes notwendig? Im dritten Block widme ich mich ganz meinem bzw. dem Kunden. Es geht erstens um die Kundensegmente. Wer ist mein Kunde und wie bediene ich seine Wünsche und Anforderungen? Wer sind die wichtigsten Kunden? Oder gibt es nur einen einzigen? Diese Frage sollte wirklich nicht unterschätzt werden, da ich mich nicht auf alle konzentrieren kann und meine Ressourcen gebündelt einsetzen sollte. Zweitens die Kundenbeziehungen. Welche unterschiedlichen Kundenbeziehungen stelle ich her? Welche biete ich an und wie pflege ich diese? Die nächste Frage ist, welche Art von Beziehung erwartet sich denn der Kunde? Und wie kostenintensiv sind sie? Habe ich sie schon errichtet? Sind sie schon etabliert? Wo ist hier was zu tun? Drittens, die Kanäle. Wie kommuniziere ich als Unternehmer oder Unternehmerin und liefere meinen Value aus, beziehungsweise wie stelle ich diesen Value dann meinen Kunden bereit? Im letzten Block werden die finanziellen Aspekte berücksichtigt. Dazu zählen erstens die Einnahmequellen. Wie generiere ich Einnahmen? Ist das durch einen Verkauf? Ist das eine Nutzungsgebühr? Sind das Lizenzen? Ist das Werbung? Ist das vielleicht Miete oder Leasing? Wofür ist denn der Kunde wirklich bereit zu bezahlen? Ist der Preis abhängig von Produkteigenschaften, vom Kundensegment, von der Menge? Wofür und vor allem wie bezahlt er und wie würde er das denn gerne tun? Wie tragen die einzelnen Einnahmequellen zum Gesamtumsatz bei? Zweitens, die Kostenstruktur. Was sind denn in meinem Businessmodell die wichtigsten Kosten? Bin ich in meinem Geschäft eher kosten- oder eher wertorientiert? Welche Schlüsselaktivitäten bzw. welche Ressourcen sind denn am teuersten? Und wie wirkt sich das auf mein Gesamtkostenkonstrukt aus? So, ich denke, das war jetzt sehr viel Information. Aber anhand der Erklärung von Business Model Canvas ist jetzt schon sehr ersichtlich, wie viel an Information, wie viel an Fragen, Antworten und Strategie auf so einer Leinwand abgebildet sind. Aber meine Fragen an dich: Weißt du nun, was ein Business Model ist und kannst du mir das auch erklären? Ich denke, das sollte nun beantwortet sein. Nachdem wir ein Unternehmen gründen möchten, sollten wir aber nicht nur den theoretischen Hintergrund kennen, sondern wir sollten ein solches Business Model Canvas auch erstellen können. Das werden wir Schritt für Schritt in unserem MOOC lernen. Bis dahin, viel Spaß auf deiner Reise and get ready for Startup! Startup Journey!